Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt hier mit dem Spiel Aquatic Store Simulator. Und mein herzlicher Dank geht raus an Kamil von Freemind SA, der mir den Key zur Verfügung gestellt hat, dass ich euch das Spiel mal zeigen kann. Ich würde sagen, wir starten auch direkt gleich mal hier ein neues Spiel. Bin mal gespannt, wie dieser Shop läuft. Also Shop-Simulatoren gibt es ja wirklich wie Sand am Meer mittlerweile. Und umso mehr freue ich mich natürlich, dass jetzt endlich mal hier ein bisschen was anderes kommt. Okay, außer beim Dreck. Willkommen im Aquatic Supermarket. Dieses Ort braucht Ihre Leidenschaft und Ihr Engagement, um wieder zum Leben zu erwachen. Ihre Aufgabe ist es, diesen leeren Raum in einen geschäftigen Aquarium-Supermarkt zu verwandeln. Beginnen Sie damit, den Raum aufzuräumen, die ersten Aquarien vorzubereiten und den Laden für den Geschäftsbetrieb vorzubereiten. Besorgen Sie sich alles, was Ihre zukünftigen Kunden brauchen, richten Sie die Aquarien so ein und dekorieren Sie sie, dass sie die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich ziehen. Zeigen Sie, dass Sie einen leeren Supermarkt in einen lebendigen Ort verwandeln können oder bei Aquarienliebhabern beliebt ist. Okay, viel Glück. Wunderschön, Sie erhalten neu entdeckte Arten von Ihren Erkundungsexpeditionen. Sie können sie jetzt in Ihren Aquarien verwenden. Entsperrte Gegenstände, da gibt es ja einiges. Okay, also ein richtig gutes Rundum-Paket mit vielen Sachen. Das ist schon mal nett. So, Gespeiche. Servus, Leute. Zum Aufräumen braucht man einen Wischmopp. Ach so, was ist damit? Halte die linke Maustaste gedrückt, um das aufzunehmen. Leertaste. Ah, okay. Jetzt habe ich mich schon gewundert. Ach so, da rein. Okay, ups. Die Maus ist vielleicht ein bisschen schnell. Ah, ich kann das Ding schmeißen. Okay. Ja, es bringt bloß nicht viel, wenn ich da nicht treffe, ne? Wahrscheinlich ist es besser, das Zeug... Die Maus ist tatsächlich diesmal ein bisschen zu schnell, was das angeht. Okay, probieren wir das jetzt mal mit den Beuteln hier. Und tschack. Okay, also manche snappen rein, manche Teile nicht. Insofern schmeiße ich halt einfach mal die Sachen, die... hier rumliegen und wenn sie nicht reingehen, dann tue ich sie dann später weg. Na, hallo? Da ist natürlich ein Mülleimer irgendwie besser. Jetzt muss ich mal gucken, gibt es da irgendwie... Halte die Taste nicht mehr gedrückt, um den Müll fallen zu lassen. Wirf ihn in den Papierkorb, um ihn zu löschen. So, also da gibt es einige Sachen, aber die müssen wir alle... umständlich irgendwie. Also es ist ein bisschen seltsam zum Steuern. Aber man gewöhnt sich ja an alles, ne? Okay, das fliegt nicht so weit, aber das ist egal. Hauptsache schon mal in die Nähe, ne? Vielleicht muss ich da tatsächlich mal die Maus ein bisschen langsamer machen. Allerdings bin ich immer ganz froh, wenn die Maus relativ schnell ist. So, ich weiß nicht, was sie alle mit dem Müll haben. Also, ich hoffe mal nicht, dass das im Spiel selbst dann später wieder zu viel wird. Und es ist ein bisschen störend, dass es einzeln ist, dass ich jetzt halt hier wirklich jede einzelne Dose mir holen muss. Ich kann mal probieren, aber ich glaube, anders kann ich das gar nicht machen, ne? Nee, ich muss die einzeln nehmen. Es gibt auch kein Radialmenü oder sowas. Also müssen wir uns da durchkämpfen. Das sind ja nur 1000 Sachen hier. Ja, da finde ich natürlich Mülleimer oder sowas, die man in der Hand hält, immer besser. Und wenn der dann halt voll ist, keine Ahnung, so nach 5 bis 10 Teilen, dann einfach den einen Müllsack wegschmeißen. So ist es natürlich um einiges aufwendiger und langwierig. Man kann ein Spiel natürlich auch in die Länge ziehen mit solchen Dingen, ne?
So, das umgeworfene Regal sollen wir umheben. Klicken, um das reparieren. Okay. Na, geh her. Aber wenigstens kann ich die Dinge schon mal davor schmeißen. Also wenn dann irgendwas doch liegen bleibt, dann ist es halt einfach so. Dann muss ich es halt nochmal in die Hand nehmen. Die Range könnte ein bisschen größer sein. Aber gut. Ich meine, ich sage ja nur, was mir auffällt. Also das soll jetzt halt nicht meckern sein oder sowas. Weil ja gerne reingeschrieben wird, dass ich mecker. Ich sage halt einfach nur meinen Eindruck. Das ist alles, was man vielleicht ändern könnte. Kann man den irgendwie aktivieren? Nee, ne? Klicken, um das Spiel zu speichern. Ah, okay. Da kann ich dann ganz normal speichern. Das ist schön. Das muss man entsperren. Verkaufen Sie Gegenstände an Kunden, um Folgendes freizuschalten. Okay. So, dann hier. Okay, den müssen wir uns wahrscheinlich kaufen. Schauen wir mal. Gibt es hier irgendwie. Nee, gibt es nicht. Ich habe jetzt mal auf Alt gedrückt, weil ich mir dachte, vielleicht gibt es da irgendwie so einen Art Radar oder sowas, wo man dann sieht, was Abfall ist und was nicht. Obwohl das ja ersichtlich ist, ne? Aber ich denke mal nicht, dass die zu Dekorationszwecken gebraucht werden. So, den Affen würde ich eigentlich gerne lassen. Den Teddy da auch. Aber das muss wahrscheinlich weggewischt werden. Da kann man dann die zweite Kasse hier machen, okay. Schauen wir mal, dass wir den Rest hier noch reinkriegen. Ja, man muss schon ziemlich genau dann den Mülleimer treffen. Aber dann schlotzt es auch schon rein. Also am besten den Eimer treffen, sehe ich gerade, und nicht oben rein. Und wie gesagt, die Range müsste ein bisschen größer sein. So, jetzt aber. Gut. So, drücke Tab, um ein Geschäft zu eröffnen. Ah, okay. Wähle diese Kategorie, um einen Fisch zu kaufen. Das, okay, Muscheln. Da haben wir dann Aquarium, so ein kleines Aquarium. Und da haben wir zum Saubermachen. Ist aber alles noch. Klicke hier um. Klicke hier um was? Okay, das hier. Das hier? Ach so, Mob zu kaufen. Okay, kaufen Sie einen Mob. Alles klar. Kaufe. Ich bin mal gespannt. Der ist auf der 2 automatisch gelandet. Aber wenigstens geht der ganze Ding hier weg. Das Sofa müssen wir noch umdrehen. Ach so, warte mal. Hier vorne. Den Affen. Tut mir leid. Ich muss dich wegwischen. Der Kopf vom Affenkönig. Den finde ich irgendwie cool. Aber wir müssen es ja entfernen. Da oben ist ja der Zähler, ne? Reparieren Sie heruntergefallene Supermarktmöbel. Da muss ich dich mal, bin ich mal gespannt, ob man das skillen kann, dass das Ganze ein bisschen schneller geht. Ist das jetzt ein Fleck? Ja, das ist einer. So. Und da hinten noch. Aber es schaut schön aus. Also der Laden gefällt mir. Ist wenigstens mal was Schönes von Anfang an. Da braucht man nicht sehr viel ändern. Das ist wunderbar eingerichtet auch. So, dann. Achso. E.
klicke, um das zu reparieren, Möbelstück. Also man klickt wirklich nur ein einziges Mal drauf und dann passt es. So, welches Möbelstück ist noch kaputt? Das nicht. Da hinten passt alles. Ach, du. Ich habe jetzt gedacht, das wäre irgendwie so spindartig. So, drücke Tab, um Geschäft zu eröffnen. Kaufe Sie eine Schachtel mit einem beliebigen Artikel und wählen Sie ihn aus. Okay. Mit einem beliebigen Artikel. Seetang. Temperatur 24. Ah, da muss man wieder auf die Temperaturen achten. Das heißt, ich muss aber auch gucken, wegen den Fischen. Die kann ich bloß noch nicht auswählen. Das ist ja auch doof, ne? 24 bis 31, 22 bis 30, 25 bis 32. Ich denke, dass ich jetzt einfach mal das hier nehme. Und bei den Muscheln ist es ja total Rille, ne? Kaufen halt einmal da eine. Achso, noch mehr kaufen, oder was? Achso, hier von den Sachen auch noch, oder wie? Aha. Bei Steinen sollte es egal sein. Warum kann ich die nicht kaufen? Okay, dann machen wir mal den Seetang hier noch. Dann machen wir mal den hier noch. Hier dann auch noch was, oder wie? Ui, hups, jetzt habe ich da nicht drauf geschaut, 75. Hier sollen wir dann auch noch Sachen kaufen. Dann kaufen wir halt mal ein paar Sachen. Uff, keine Ahnung. Kaufen wir halt mal einen Stein. Kaufen wir mal genau so eine Figürle hier. Das ist alles gesperrt. Das ist der Hintergrund vom Aquarium. Kaufen wir da auch mal einen. Ja, okay. Und was jetzt? Okay, da kann man nach Salzwasser und nach Süßwasser sortieren. Was will das Spiel von mir? Das, ach so, kaufen Sie eine Kiste mit Artikeln, ja. Okay. Jetzt habe ich doch gekauft. Verstehe das jetzt nicht? Kaufen Sie eine Kiste mit Artikeln, 130. Drücke Tab, um ein Geschäft zu öffnen. Kaufen Sie eine Schachtel mit einem beliebigen Artikel und wählen Sie ihn aus. Dann machen wir mal das hier nochmal. Kaufen Sie eine Kiste. Ach so. Oh Mann, das ist ja... Ich habe jetzt nicht gewusst, was dieses Spiel von mir will. Objekt bearbeiten, bewege das Objekt... Okay, ich kann das größer machen. Bewege das Objekt, aber was ist damit? Eine rechte Maustaste, wie ist es mit 4? Kann ich die Dinger jetzt hier reintun? Ah, da bin ich näher dran. Okay. Ich weiß trotzdem nicht, was ich machen soll. Objekt bearbeiten. Drehen. Okay. Ey, ich habe jetzt wirklich keinen Plan, ne? Hier? Hier? Halten und drehen zum Skalieren scrollen. Okay. Kaufen Sie eine Schachtel mit... Aber das habe ich doch gemacht. Was ist denn los? Ein Aquarium kann ich auch nicht kaufen. Ist da hinten jetzt eine Kiste hingefallen?
bewege das. Kann die. Ach so, die landen dann hier oder was? Eh? Oh meine Güte, ich habe das da hinten nicht gesehen, dass da die Kisten reinkommen. Okay. Halten Sie die Kiste fest und klicken Sie auf eines der Regale, um die Gegenstände zu platzieren. Sie können jederzeit Gegenstände ins Regal hineinlegen und herausnehmen. Okay, da geht ein Karton rein. Preisschild. Was ist jetzt? Eins? Kann ich das nicht werfen, oder was? Ach, da ist es jetzt plötzlich Rechtsklick und nicht Space. Komisch. Okay. Man muss sich dran gewöhnen. Klicken Sie, um den Preis zu ändern. Drücke C, um einen Shop für diesen Artikel zu öffnen. Okay. Großhandelspreis ist 13. Profitieren? Ich weiß ja nicht, was ich da verlangen kann. Ich mache halt jetzt halt mal 19. Führen Sie weitere Regale auf die gleiche Weise. 5 Stück. Okay. Da haben wir dann noch. Da machen wir halt dann einfach mal hier ein paar Pflanzen rein. Was die Leute kaufen, ist ja dann eh egal, ne? Vorhin hat es geklappt mit Space, ne? Jetzt halt muss ich hin an den Eimer und muss Rechtsklick machen. Oh, ist okay. Man gewöhnt sich an alles. So. Muscheln tun wir dann einfach mal hier rein. Da habe ich gedacht, das wäre irgendwie zum Dekorieren oder sowas. So, Ah, und da kann ich das dann auch reinstellen. Okay. Ich darf den Schrubber nicht in der Hand haben, weil sonst kann ich nämlich da den Preis nicht ändern. So, und ich habe ja noch ein paar Sachen in der Hand, ne? So, du gehörst eigentlich da rein. Dann tue ich dich halt mal da rein. Jetzt weiß ich nur nicht, dass die 5. Nee. Hallo. tu mir dann ganz da oben rein. Was ist die 6? Die 6 ist auch schon wieder was anderes. Dann kommst du eben da rein. Preis 19 machen. Nee, 18 ist der Preis. Machen wir dann einfach halt mal, keine Ahnung, 25. Da machen wir auch 25. 22, 19. Der ist ja schon eingestellt. Das ist ja der Preis da unten gewesen. Dann haben wir hier noch auf der 4 was. Das ist eigentlich die Pflanze hier, ne? Tun wir jetzt einfach mal da rein. Kannst du mal aufhören, ständig den Wischmob in die Hand zu nehmen? Jetzt hat er einen Gnomen 10. 10, okay, dann machen wir, keine Ahnung, 17. Ah ja, mit Enter geht es auch. Dann ist der bei 17. Der ist bei 25. Ich weiß halt jetzt nicht, habe ich jetzt alle geändert oder 19? Ich schaue noch mal durch. Da 22, den habe ich zum Beispiel nicht geändert. Machen wir jetzt mal 28. Der passt. Wenn ich einen Gewinn drin habe, dann habe ich es schon gemacht. Ich bin jetzt halt nämlich etwas verwirrt von dem Ganzen. Ja, hätte ich mal wieder vorgespielt, ne? Dann hätte ich das jetzt alles schon gewusst. So, war das nur da? Gehen Sie zur Werkbank, drücken Sie die Tab-Taste und kaufen Sie Ihr erstes Aquarium. Hier. Aquarium. Kaufen. Okay, drücke Q auf dem Aquarium, um es zu inspizieren, um zu sehen, welche Art von Wasser drin ist. Es ist sehr wichtig, die wichtige Art von Fischen, Pflanzen und Dekorationen in die richtige Art von Wasser zu geben, sonst sterben sie. Okay, das ist falsch, das ist richtig. Hö?
Fischliste, Aquarium. Klicken Sie hier um den. Achso. Aqua. So. Kaufe eine Schaufel und Erde für dein Aquarium. Kapazität 450 Liter. Zum Kauf erhältlich. pH-Wert des Wassers. Objektbeschreibung. Ein großes Aquarium, das viele Fische beherbergt. Seine Form erinnert an ein klassisches Hausaquarium. Robust und praktisch. So. Kaufe eine Schaufel und Erde für dein Aquarium. So. Eine Schaufel bitte. Und Erde. Nee, da. Da, da. Sack mit Erde. Okay, welche ich da reinmache, ist anscheinend egal. So, heben Sie die neue Erde und die Schaufel auf. Verwenden Sie die Zahlen auf Ihre Tastatur, um Gegenstände aus Ihrem Inventar zu nehmen. Okay, dann nehmen wir mal das da. Drücke 3, um die Schaufel auszuwählen. Bring die Erde aus dem Beutel in das Aquarium. Ach so. Da ist wurscht, wo ich es hinmache. Hauptsache, ich fülle das hier rein. Und dann passt es auch schon. Okay. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Boden zu komplettieren. Ach so, um dann eben abzubrechen quasi, ne? So, kaufe einen Eimer. Warum kann ich das nicht gleich kaufen alles? Ein Eimer, hier, Eimer. Kaufen. Wenn du einen Eimer hältst, klicke auf die Spüle, um ihn mit Wasser zu füllen. Alles klar. So, und dann wahrscheinlich hebe den ab. Was einmal an und drücke auf das Aquarium, um das Wasser reinzugießen. Okay, dann müssen wir das Ganze 10-mal machen wahrscheinlich. Gut gemacht. Füll das ganze Aquarium auf die gleiche Weise. Ja, wenn ich Aquarien ständig füllen soll, dann wäre es ja eigentlich nicht schlecht, wenn ich da die Sachen gut gemacht. Achso. Also nochmal. Und rein damit. Und dann ist das Aquarium voll. So, das würde keiner hier auf dem Werktisch machen, sondern eher dann auf den Podesten, die es hier gibt. Ne? So, kaufe und nimm einen Stein für ein Aquarium. Aber ich habe doch schon Steine da. Irgendwo. Einen hatte ich, ne? Hier, den da kann ich doch nehmen. Gratulation, halten Sie die rechte Maustaste gedrückt, klicken Sie dann wieder, scrollen Sie in Skalieren und Größe, bla bla. Also, wenn man größer skaliert, kostet das Geld, wenn man kleiner skaliert, bekommt man das Geld wieder zurück. Das ist auch ein wenig komisch gemacht, also ich finde es ja in Ordnung irgendwie, aber andererseits muss ich sagen, Objekt berührt das Glas, ja, soll er nicht. Objekt bearbeiten und dann einfach reinstellen. Okay, kaufe und platziere die Dekoration ins Aquarium. Okay, dann nehmen wir mal den da. Die da. Scrollen das Ding mal ein bisschen größer. Oje, das ist schon wieder sowas mit dem Rotieren. Ich will das Ding aufrecht den haben, aber bitte drehen. Also das, die Bewegung, ich weiß nicht, was sich da manchmal die Entwickler dabei denken, ganz ehrlich. Dieses Ding zu drehen, das ist eine Katastrophe. Ich will das in der Ausrichtung haben und möchte es einfach nur nach links drehen. Und wenn ich meine Maus nach links bewege, dann kippt dieses Ding auch noch. So. Jetzt lasse ich dich einfach hier fallen, weil es mir wurscht ist. So. Jetzt habe ich schon wieder den Schrubber in der Hand. Ich will den Schrubber nicht in der Hand haben.
So. E. Ah ja, okay, da kann ich dann das noch reintun. Jetzt weiß ich allerdings nicht, was das jetzt halt hier für Sachen sind, ne? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt alles hier reinpasst. Keine Ahnung. Habe ich da jetzt noch irgendwo was rumliegen? Nee, ne? Ja gut, da kann ich ja aus dem Regal noch die Sachen nehmen, die ich da einzeln platziert habe, weil das bringt ja nichts, wenn ich die einzeln habe. Aber da ist jetzt das Problem, dass mir das Spiel nicht sagt, ob diese Pflanze dafür geeignet ist oder nicht. Also ob das jetzt halt für Süßwasser ist oder für Salzwasser oder sowas, das sagt mir das Spiel jetzt halt nicht, ne? Weil, ich meine, klar, wenn ich's kaufe, dann kann ich natürlich das dementsprechend ja einkaufen, ne? Ist klar. Also wenn ich dann Salzwassersachen brauche, dann kaufe ich halt die Sachen salzwassermäßig. Aber ich sehe es hier nicht, ist das Problem. Keine Ahnung. Und schon wieder habe ich den Schrubber in der Hand. Da fände ich es auch besser, wenn man irgendwie. Moment, eins. Setzen wir dann da noch her. Wenn man da ein Radialmenü hätte, als das so auszuwählen. So, habe ich jetzt da sonst noch irgendwas? Nee, ne? So, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Dekoration, zum Beispiel Stein, und statisch zu machen. Auf diese Weise wird es nicht durch andere Dekorationen umgeworfen. Ist statisch. Wenn Sie die Dekoration auf statisch einstellen, wird der Artikel stabil und Sie können weitere Dekorationen befestigen. Okay. Statisch. Okay. Kaufe einen Filter. Filter 45, kaufe, setze den Filter ins Aquarium. Ich setze ihn. Den mache ich hier seitlich hin, würde ich sagen, oder? Objekt berührt das Glas. Soll ja das Glas berühren, oder nicht? Okay, klicke mit der rechten Maustaste auf den Filter, um ihn zu inspizieren. Schalte den Filter ein. Okay. Wichtigster Faktor ist, den besten Aquarienfilter zu haben. Verkaufe. Ich weiß jetzt eben nicht, ob. Kaufe eine Heizung. Ja, ich hätte ja auch gerne den anderen Filter gekauft, aber der ist ja noch nicht freigeschalten. Man muss ja immer mit dem einfachen Zeug anfangen. So, klicke mit der rechten Maustaste auf die Heizung, um sie zu untersuchen. Schalte sie ein, um das Wasser und die Fische zu erwärmen. Sind ja noch gar keine Fische drin. Temperatur 14, also wenn dann Temperatur eher so auf 23, würde ich sagen. Aktiviert. Weil ich denke, alle Pflanzen, die ich jetzt so gekauft habe, da ist jetzt alles gesperrt, jetzt kann ich es nicht einmal mehr angucken. So, das Thermometer kaufe. Die 6. Ja, genau. Also wenn dann vielleicht dahin. So, zack. Das Aquarium ist bereit für Fische. Kaufe 2 Goldfische. Das Aquarium ist doch noch nicht. Q, drücke Q um das Aquarium. Züge. 750. Okay. Hier. Temperatur 22. Filter aktiviert. Temperatur auf 23. Die kann man quasi dann alle. Nein, kann man nicht. Jetzt habe ich gedacht, dass man die Teile auch dann fixieren kann, also statisch machen kann. Die kann man statisch machen, aber die Pflanzen nicht, ne? Die Pflanzen kann ich nicht statisch machen.
Hier sehe ich zumindest die Temperatur. Also bei dem Ding passt's. Bei der hier passt's auch. Wächter. Da passt die Temperatur. Da ist die Temperatur zu gering. So, das heißt also, das Ding kann ich zum Beispiel rausnehmen. Kann ich jetzt so sagen, dann tue ich das hier wieder rein ins Regal. Zum Beispiel dann da oben rein. Da haben wir ja schon eingestellt. Nimm halt endlich den Schrubber weg. Okay. Das ist nervig mit dem Schrubber. Ganz ehrlich. So, das Ding können wir wahrscheinlich auch in Verkaufsregal tun. 99. Und wieder den Schrubber ändern. Keine Ahnung, machen wir 139. Dann sind das 40 Euro Gewinn. Klicke, um das Spiel zu speichern. Das mache ich jetzt mal. Schließe. So. Kaufe 2 Goldfische. Okay, wir kaufen 2 Goldfische. Goldfisch. Zweimal. Art des Wassers, frisches Wasser, Algenfresser, 2 bis 11 Pflanzen und 4 bis 15 Dekorationen. Okay. So, Nummer 1. Drücke auf das Aquarium, um den Fisch einzusetzen. Okay, Goldfisch ist drin. Flatsch, jeder Fisch hat seine eigene Statistik. Drücke die rechte Maustaste auf den Fisch, um sie anzusehen. Okay, die Temperatur ist in Ordnung. Vegetation könnte besser sein. Dekoration könnte besser sein. Anzahl der Fische sind zu wenig. Der Zustand eines Fisches wird durch seinen Parameter bestimmt. Wenn jeder Parameter des Fisches zufrieden ist, wird er wachsen und Nachkommen bekommen. Eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen, ist, kleine Fische zu kaufen und sie so lange züchten, bis ihr Wert steigt. Große ausgewachsene Fische können für noch mehr Geld verkauft werden. Wenn wir einen Fisch vernachlässigen, wird er aufhören zu wachsen und sich zu vermehren. Und im Extremfall kann er sogar sterben. Das wollen wir natürlich nicht. So, der Hungergrad zeigt an, ob Fisch Futter brauchen. Ja, ist alles klar. Die Temperatur ist sehr wichtig für Fische. Versuchen Sie innerhalb, alles klar. Vegetation, wir benötigen unterschiedliche viele Pflanzen. Versuchen Sie die Anzahl der Pflanzen im Vorgeschlagenen, alles klar. Fische betrachten Dekorationen als einen Ort, an dem sie sich verstecken können. Okay. Okay. So, wenn diese Warnungen auf dem Bildschirm angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Pflanze in einem schlechten Zustand ist und stirbt. Warnung auf dem Bildschirm bedeutet dies, dass der Fisch in einem kritischen Zustand ist. Keine funktionierenden Filter haben. Okay, klicken Sie auf den Namen und geben Sie dem neuen Fisch, neuen Namen Ihres Fisches ein. Nicht Goldi. Goldi. Sehr kreativ, oder, ne? Okay. Und der andere Fisch, die muss man halt wieder erwischen. Ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, als hätte ich dieses Spiel schon einmal gemacht. Also ich habe nämlich schon mal so einen Aquaristik-Simulator sowas gemacht. Und da war es im Grunde identisch. Ich vermute mal, dass es das einfach eine Neuauflage ist. Müssen wir uns um die Fische kümmern, kaufen. Ja, ist okay. Jetzt mache ich erst einmal noch Vegetation. Wir brauchen für... Ich kann gar nichts machen jetzt, na toll. Okay. Hier Futter kaufe. Einmal reintun hier bitte. Klicke auf die Wasseroberfläche. Sorge dafür, dass die Parameter der Fische korrekt sind. So. Schauen wir mal. Hunger passt eigentlich. Goldi ist auch. Ja, das ist jetzt halt wieder blöd, ne? Weil man erwischt die Fische nicht. So, das ist der normale Goldfisch hier und das andere ist der Goldi. Okay, gehen wir nochmal auf die 6, tun wir nochmal hier was rein. So. Sorge dafür, dass die Parameter der Fische korrekt sind. Okay, das machen wir, aber wir machen da erst beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. Muss man erst ein bisschen reinkommen in das Ganze, aber ich denke, wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, dann wird es schon passen, dann wird es schon gehen. Ne? Kann ich die da auch fixieren?
Nee, die kann ich nicht fixieren. Okay, gut. Leute, dann soll es das gewesen sein. Ich hoffe wirklich sehr, dass euch der Part heute gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen weiteren Part mehr von diesem oder meinen anderen Let's Plays verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.